Sie sind auch bei uns. Jason von Jutta, sein Vater Mirko, herzlich willkommen bei uns. Florian David Fitz nach wie vor da. Und wie im Stadion trägt Jason bei uns heute Abend Maske, was völlig in Ordnung ist. Ich muss aber mal fragen, Spielerkreis und Maskottchen in Elversberg. Man hätte es ahnen können, ganz vielleicht, Jason. Glaubst du wirklich noch an den magischen Moment, dass dir irgendwann der Lieblingsverein begegnet? Ach, ich sehe das entspannt. Ich würde sagen, es ist eine 50-50-Chance. Und wenn wir ihn finden, sehr schön. Und wenn wir ihn nicht finden, dann suchen wir für immer weiter. Und ich schiebe Papsi dann mit 90 durch die Stadien der 8. lettischen Liga, kann ich auch mitleben. Deswegen, ich bin da sehr entspannt. Kannst du damit leben? Ja, nein. 8. lettische Liga kenne ich auch noch nicht. Alles gut. Aber das könnte eine Never-Ending-Story geben. Gab es denn überhaupt auf dieser Reise über 140 Begegnungen, Jason, gab es irgendwann mal so ein Highlight-Spiel? Gab es was, was sich wirklich gepackt hat? Mehrere. Zum Beispiel, was kommt dir in den Sinn? Also ein Highlight, das ich immer wieder gerne aufzähle, war VfR Aalen gegen SV Sandhausen. Da würde Papsi jetzt sagen, das war so der Tiefpunkt. Ich fand es sehr cool, weil es gab den sogenannten Eckball-Elefanten. Denn das Sponsoring wurde gekauft von einer Autowäsche, die mit einem Elefanten wirbt, der dann die Autos mit seinem Rüssel sauber spritzt. Und dann ging es jedes Mal durch die richtig kratzigen alten Lautsprecher ein riesiges Elefantengetröte direkt in Papsis Ohr. Das war sehr schön. Also so Benjamin Blümchen-mäßig Törö bei jedem Eckball, ja? Schlimmer. Also okay. Lauter, kratziger. Aber du fandest es toll, Mirko, ging so, ne? Es war ja nicht nur das, es hatte Minusgrade und ich habe den Fehler gemacht, ihm für den Abend, er konnte sich ein Spiel auswählen. Kaiserslautern hat daheim gespielt am Betzenberg, spektakuläres Spiel. Ja. Ganz viel Auswahl. Niemand hätte sich für Aalen gegen Sandhausen entschieden, außer mein Sohn. Niemand. Ganz sicher nicht. Ja. Und dann dieser Eckball-Elefant, der war eigentlich nur noch so dieses Tröpfchen, was so... Dafür sorgt das wirklich der Tiefpunkt der Reise, würde ich sagen. Also schön, euch zuzuhören, weil ihr das auch irgendwie mit einer Freude inzwischen durchzieht, die wahrscheinlich real in manchen Stadien nicht immer so gegeben ist. Florian, du hast das alles gespielt fürs Kino. Was ist dir eben durch den Kopf gegangen, als du die beiden beobachtet hast auf ihren Reisen, wie sie miteinander sind? Jetzt gerade eben, diese Dialoge sind für mich tatsächlich Hieroglyphen. Insofern, ich wusste nicht mal, wovon ihr sprecht. Ich weiß, dass es über Fußball, sich um Fußball handelt, aber was genau da stattgefunden wurde, diskutiert wurde... Ich finde es wahnsinnig spannend, das anzuschauen, weil ich ja sogar wirklich deine Jacke anhabe. Ja. Und tatsächlich finde ich es wahnsinnig spannend zu sehen, an welchem Bahnhof wir gerade eingestiegen sind, weil es wirklich auch schon wie der Bahnhof, an dem wir gestartet sind. Mhm. Und das frappiert mich dann doch. Ich dachte, wir sind dann doch ein bisschen fiktiver. Nee, ihr habt eine ziemliche Detailtreue an den Tag gelegt. Ja, aber mir wird das erst jetzt klar, tatsächlich. Ja. Nachdem der Film, ich hab dir das aber schon mal gesagt, da hast du gesagt, Mirko, es ist ein Film. Es ist ein Film. Ich so, Florian, ja, aber es ist doch sehr viel. Ja, aber es ist ein Film. Ja, aber. Aber tatsächlich ist das ungewöhnlich. Denn normalerweise, wenn die Filmheinis kommen und sagen, wir wollen ihre Geschichte verfilmen, wir machen da großes Hollywood. Filmheinis? Naja, dann weiß man schon, dass die Wirklichkeit nicht immer die erste Geige spielt. Dann wird dramatisiert, dann wird überhöht, verdichtet. Man erfindet irgendwelche Love Stories, um die Sache anzufetten. Als die Filmangebote kamen, und es kamen einige damals, als ihr euer Buch geschrieben habt über eure Reisen, war das nicht die Angst? Die Filmheinis entreißen uns die Geschichte und machen Kitsch daraus? Filmheinis nicht, weil es war relativ einfach. Es haben sich alle vorgestellt und hatten Interesse daran, die Geschichte zu kaufen. Und es kam Richard, der hat sich vorgestellt, hat gesagt, ich möchte eure Geschichte erzählen. Und da war die Entscheidung sehr, sehr schnell gefallen, mit welcher Richtung oder in welche Richtung wir das gerne machen möchten. Und trotzdem ist es ja eine Herausforderung. Also zum Beispiel Autismus im Kino zu erzählen, Jasons Empfinden so zu erzählen, dass es auch für mich begreifbar wird. Wie konnte das klappen? Oder ist es überhaupt gelungen, Jason? Hast du das Gefühl, wir können alle Autismus ein bisschen besser verstehen? Bei der Darstellung von Autismus waren wir sehr penibel. Also das, da haben wir am meisten darauf geachtet, dass alles korrekt dargestellt wird, dass das Wording und die Formulierungen in Ordnung sind und vor allem, dass nicht der Eindruck entsteht, auf unseren Reisen sei der Autismus plötzlich weg und es sei irgendwie eine Art Heilung. Das war uns unglaublich wichtig, dass dieser Eindruck auf gar keinen Fall entsteht. Das war mehr oder weniger unter meiner Aufsicht beim Entstehen des Drehbuchs. Und ja, das ist perfekt gelungen. Der Film war nie gedacht als Aufklärungsfilm für Autismus, aber ich denke, das leistet er mittlerweile fast nebenbei. Auch auf der Soundebene ist mir aufgefallen, ne? Also es gibt so Momente, die klingen wahnsinnig irre, sodass es mir emotional... Du hast gestern bei der Premiere gesagt, dass es wirklich abbildet, wie du es empfindest. Und das fand ich wirklich überraschend, weil es ist ja dann doch ein Filmeffekt. Ja klar, aber die Verantwortlichen dafür, also ich würde sagen, eine Sekunde Filmgeräusch in diesen Szenen entsprechen ungefähr 90 Minuten
Ausfragen seitens der Verantwortlichen. Wie fühlt sich das an? Was passiert in dem Moment in deinem Kopf? Also 90 Minuten, eine Sekunde, das würde ich sagen, ungefähr die Quote. Also ihr durftet beratend tätig sein, damit das auch wirklich eure Geschichte wird. Und das ist ihre Verantwortung für dich, Florian. Ne? Du hast zum Beispiel schon Erich Kästner gespielt, aber der ist halt tot, der kann sich auch nicht mehr beschweren. Jetzt spielst du Mirko. Der beschwert sich dauernd. Macht er? Nein, aber nie über ihn. Nie über ihn. Ja. Also wir haben da eigentlich einen sehr feinen Deal gefunden insgesamt sehr, sehr früh, weil Florian sehr, sehr früh gesagt hat, oder wir beide uns eigentlich auch einig waren irgendwo, es geht nicht darum, mich als Person oder als Charakter zu treffen, es geht darum, die Geschichte zu erzählen insgesamt. Mhm. Und für die Geschichte gibt es einen Mirko, der eine gewisse Bandbreite auch darstellen kann. Das ist unproblematisch. Das war immer so die, eher so beim Jason, so die große Problematik oder die Sorge. Wie findet man jemanden, der Jason gerecht werden kann? Wie glücklich bist du mit dem Film Jason? Also mit dem, der dich spielt? Mit Zito. Also mit Zito könnte ich nicht glücklicher sein. Das trifft es wirklich 1:1. Ihr habt ja die Nudelszene gerade gesehen. Mhm. Die wurde ein bisschen vom Ausraster abgemildert, damit der Film nicht FSK 18 ist. Aber das heißt, du bist richtig amok gelaufen im Das war schon übel. Aber prinzipiell hat Zito das so unfassbar gut gespielt und so originalgetreu und perfekt dass ich wieder sauer auf Papsi war, als ich die Szene gesehen habe. Und das war 10 Jahre her. So unfassbar gut hat Zito das gespielt. Also ich weiß nicht, ich glaube, es könnte keine Person auf diesem Planeten besser. Also ich will noch mal einen Versuch wagen, was die Suche nach dem Lieblingsverein angeht. Weil ich glaube, ich kenne deinen Lieblingsverein. Weil es nämlich mein Lieblingsverein ist. Ich möchte mich da noch mal ins Zeug legen. Ein Verein mit nachhaltiger Trikotproduktion, Pfandbechern im Stadion, Bio-Würsten. Kein Maskottchen. Kein Maskottchen, absolut. Keine Nazis im Stadion. Hier sieht man es, gerade letztes Wochenende, das Millerntor, der FC St. Pauli. Ist es eigentlich deine Mannschaft? St. Pauli war so nah dran. So? So nah dran, wirklich. Aber was war das Problem? Spielerkreis. Wenn ich mich jetzt verwenden würde, dass wir am Samstagabend gegen Schalke mal auf den Spielerkreis verzichten, würdest du kommen und es dir noch mal überlegen? Den Vorschlag hat der Kapitän von Lichtenberg 47 mir auch schon gemacht. Okay, also keine Hoffnung. Das wäre Wettbewerbsverzerrung so ein bisschen. Und es müsste ja bei jedem Spiel irgendwie aufrechterhalten. Also so funktioniert das leider nicht. Mirko, ich habe es versucht. Also du wirst doch noch am Rollator durch die Stadien in der 8. lettischen Liga. Aber es ist auch eine zu schöne Geschichte, als dass ich nicht weitergehen darf. Wochenendrebellen. Nächste Woche Donnerstag startet der Film in den deutschen Kinos. Er wird den verdienten Erfolg haben. Ich wünsche ihn euch trotzdem. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein, Jason und Mirko von Jutta Cenka. Vielen Dank. Florian David Fitz fürs Hiersein.